Musik, das ist die Sprache des Friedens. Heißt ja auch, wo man singt, da lass dich nieder. Böse Menschen haben keine Lieder. Das hat jedenfalls mein Opa immer zu mir gesagt. Dann haben wir das Horst-Wessel-Lied gesungen. Ja, du entkommst der Gewalt nicht. Die ist ja überall. Ne? Auch jetzt, wenn du alte Filme gucken willst. Neulich bei meiner Schwester wollte ich mit meinen Nichten und Neffen einen schönen Klassiker gucken. Hitchcock, Die Vögel. Sofort war meine Schwester da. Nein, um Gottes Willen, dieser schlimme Film. Da hatten die Krähen den Menschen die Augen aus. Das dürfen die nicht. Jetzt wird einfach schön was gesungen. Aber kein Heavy Metal, nichts Böses. Schönes Kinderlied und gut. Kinderlied und gut. Ich meine, wenn es irgendwas gibt, mit dem wir unsere Kinder noch erschrecken können, dann solche Lieder hier. Hoppe, hoppe, Reiter, wenn er fällt, dann schreit er. Fällt er in den Graben, fressen ihn die Raben. Hallo! Und es ist nicht der einzige Klopper. Da gibt es ja Kinderlieder, die sind vom Text her der reinste Heavy Metal. Muss man nur mal so spielen. Hier. Die Affen rasen durch den Wald. Der eine macht den anderen kalt, die ganze Affenbande brüllt. Wo ist die Kokosnuss, wo ist die Kokosnuss, wer hat die Kokosnuss geklaut? Nee, 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 nee. Vergesst mal die Kokosnuss, da war gerade ein Mord passiert. Aber das war immer noch nicht das Ende der Fahnenstange. Es gab ja Lieder, es gibt ja eins. Das ist das Ober-, Ekel-, Horror-, Splatter-Lied, das wir alle gesungen haben. Hier. Ein Mops kam in die Küche und stahl dem Koch ein Ei. Ein Ei. Ich weiß nicht, sind Strafrechtler hier? So. Da nahm der Koch den Löffel und schlug den Mops zu Brei. Das hat man mir vorgesungen. Ich hatte jetzt diese Bilder im Kopf. Mopsbrei. Brutal erschlagen mit einem Löffel. Das muss gedauert haben. Der Löffel war doch für mich jetzt das Instrument des Todes. Damit sollte ich meine Suppe essen. Nein. Ja, ich war konsequent, habe die ersten 2 Jahre meines Lebens den Dienst einer Waffe verweigert. Fütterlos. Aber ich habe auch immer weiter gesungen, immer brutalere Lieder. Das hat man als Kind ja gar nicht gemerkt. Warum? Weil die Musik immer so fröhlich war. Wir hatten wunderschöne Melodien, oder? Und wir hätten so schöne Texte draus singen können. So zum Beispiel auf die Melodie vielleicht. Wir sind die Bussi-Bärchen. Wir haben uns alle so lieb. Bussi links, Bussi rechts. Also hätte man singen können. Das haben wir nicht. Auf die Melodie haben wir gesungen. Wir lagen von Madagaskar und hatten die Pest an Bord. Boah. Spätestens hier hätte man doch eigentlich sagen müssen, sag mal, geht's noch, Oma? So eine schöne Melodie und so ein Ekeltext. Ich weiß gar nicht, was ich noch drauf gesungen habe. Vielleicht so, Vorunkel am Arsch und ein Kropf im Hals und die Beine so offen wie das Meer. Scheißegal! Und täglich ging einer über Bord. Ja, ja, Oma, täglich, klar. Hm? Gut, das heißt, bei 20 Mann Besatzung, wo ist eigentlich Madagaskar? Ja, man musste als Kind doch auch einfach mal hinterfragen. Ne? Einfach, und das habe ich immer gemacht. Egal, was ich singen sollte, sofort hinterfragt. Sogar in der Kirche, beim Weihnachtsgottesdienst. Welcher Udo? Ich weiß bis heute nicht, wer das ist. Ne? Ist mir auf ewig ein Rätsel geblieben. Aber es wurde noch getoppt, noch übertroffen von dem Rätsel aller Kinderlieder. Quasi die Akte X der Mundorgel. Denn das haben wir alle gesungen, aber mal ganz ehrlich, keiner hat's begriffen. Hier. Drei Chinesen mit dem Kontrabass saßen auf der Straße und erzählten sich was. Da kam die Polizei. Ja, was ist denn das? Ja, drei Chinesen mit dem Kontrabass. Und? Ist doch okay. Jetzt mal ehrlich, wer hat da die Bullen gerufen? Dann lass doch die Chinesen. Jetzt Araber gewinnen. Na, egal, nein. Aber warum sind drei Chinesen und ein Kontrabass ein Fall für die Polizei? Das konnte mir nie einer sagen. Aber kurz darauf habe ich zum ersten Mal Modern Talking im Fernsehen gesehen. Da wusste ich, zwei Deutsche, eine Gitarre. Das ist ein Fall für die Polizei. Dankeschön.